Yo Leute, was geht? Heute gibt's endlich mal wieder eine Runde Call of Duty Black Ops. Und zwar terrorisieren wir das Raketensilo auf der Map Launch im Modus frei für alle. Und der Modus ist mir in letzter Zeit ziemlich ans Herz gewachsen, muss ich ja sagen, weil ich hasse den ja eigentlich, weil ich voll scheiße in dem bin. Aber ja, danke schön dafür. Aber inzwischen spiele ich den eigentlich relativ oft und es macht eigentlich schon ziemlich Bock, wenn man das mal unter den Top 3 spielt, dann passt das schon. Allerdings hatte ich auf der Map bisher noch nicht so viel Glück dabei. Und ich muss mich auch jetzt erstmal einspielen, weil ich bin natürlich überhaupt nicht eingespielt. Da, ja, können schon mal so ein paar Sachen passieren. Ich hoffe bloß, dass ich jetzt diesen Part nicht so viel verfehlen werde, wie ich das sonst tue, aber lol. Aber ich bin optimistisch und habe einfach gerade mal richtig Bock gehabt auf eine Runde Black Ops und habe nachgeschaut und habe gesehen, ah, das kam ja seit einer Woche nicht mehr oder seit zwei oder was weiß ich. Und danke dafür. Und da dachte ich mir, ah, scheiß drauf, egal ob du jetzt mal schlecht bist oder kaum Zeit hast, weil ich muss jetzt eh gleich essen. Aber vorher muss ich echt nochmal zocken, weil ich bin, ja, es ist Sonntag, Mittag oder 1 Uhr oder sowas ist gerade, glaube ich. Ja, und ich bin, sagen wir mal, man könnte sagen, gerade aufgestanden und schön, dass der da hinten rumcampt, der Wichser. Der kriegt gleich richtig von mir was auf die Löffel, das sag ich dir. Ne, ich bin ein... Okay, wisst ihr was? Sowas ist scheiße, ja? Spawn-Camping ist scheiße. Und Spawn-Killing... Spawn-Killing ist das. Was soll das? Warum... Da kommen wieder die Schattenseiten von den COD-Spielen davor, ey. Weil sowas, das kotzt mich an. Das ist das, was mich am meisten ankotzt, wenn ich mal eine Runde MW3 zocke oder so. Auf meiner schönen Playstation, die ja früher ziemlich verstaubt ist. Oder hat er mal eine Granate abgekriegt, der kleine Homo, da bin ich weg. Das kotzt so an. Da will man das Spiel einfach gar nicht mehr spielen, wenn es auf Dauer so ist und... So, ich mach die jetzt eiskalt nieder, diese kleinen Homos. Nein! Ach komm! Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte euch ein Thema mit euch ansprechen. Ich habe tatsächlich ein Thema. Und zwar ist das Thema für heute, manche haben es ja schon gemerkt, scheiße, oder den habe ich erzählt oder was auch immer, oder haben meinen Kanalinfos gelesen, dass ich mir Black Ops 2 gegönnt habe. Ja, das habe ich wirklich. Normalerweise bin ich ja der die Spiele erst kauft, wenn sie kein anderer mehr spielen will, weil ich dann irgendwie eine Chance habe. Und die Spiele dann irgendwie so ein bisschen billiger sind. Aber das musste jetzt einfach mal sein. Ich habe mir jetzt einfach mal Black Ops gegönnt. Und in einem Monat kommt's ja raus. Und ich werde das dann auch mit euch zusammen hier auf meinem Kanal zocken. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Also ich hab Bock drauf. Ich freue mich da drauf schon wie so ein kleines Schnitzel. Und ich weiß nicht, inwiefern sich ein Schnitzel freuen kann, weil das wird eh bloß aufgefressen. Vorher noch schön in heißem Fett gebraten, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Aber... Ja, auf jeden Fall werde ich das mit euch zocken. Ich werde da den Singleplayer werde ich da erstmal spielen. Ich bin kamerascheu. Ah, ja. Das war jetzt geil. Ohne zu überlegen, einfach reinrennen. Das ist typisch ich irgendwie. Aber wir halten uns gut mit 10, 12. Da, ich bin noch über meiner 0,8. Da freue ich mich. Nein. Nein, da bin ich schon wieder drunter. Ach, fuck. Na, auf jeden Fall, ich werde mit euch den Singleplayer zocken. Den werden wir da durchrushen und dann... Parallel dazu werde ich auch den Multiplayer starten. Also den werde ich dann gleich antesten. Allerdings muss ich dann sagen, dass ich dann wahrscheinlich Black Ops, also den Einser hier, dafür aussetzen lassen werden muss. Weil ich eben nicht unendlich viele Projekte machen kann. Und ich wollte nur fragen, ob ich dann dafür euren Segen habe, wenn ich dann hier Black Ops dafür sozusagen... ja, einschläfere und dafür dann Black Ops 2 das Rampenlicht gönne. Ich weiß, viele
Haben gesagt, ey, Black Ops voll scheiße, Alter, das spielt ja in der Zukunft, was willst du mit so einem Dreck und wieso ist der nicht gestorben und wieso bin ich jetzt tot und so ein Scheiß. Aber mal ganz im Ernst, ich glaube, Black Ops wird richtig geil. Ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel. Und ich setze da auch große Hoffnungen rein und wir werden das dann... Boah, diese scheiß Claimer, die kürzt mich sowas dermaßen an. Brrr. Ich hoffe, wir haben da gemeinsam auch Spaß. Und manche von euch werden trotz irgendwelchen Vorurteilen dann da ein bisschen mitschauen. Würde mich sehr freuen. Wir werden auch den Zombie-Modus antesten. Also der Zombie-Modus, der habe ich ja schon viel drüber gehört bei Black Ops und da freue ich mich auch richtig drauf. Allerdings weiß ich nicht, ob ich den dann vor dem Singleplayer oder nach dem Singleplayer erst machen werde. Ich schätze mal, der kommt erst danach, wenn wir den Singleplayer durchhaben. Weil, obwohl, ich werde wahrscheinlich so ein kleines Let's Test von machen, so eine halbe Stunde mal Zombie-Modus, dass ihr da mal einen Geschmack von habt, aber ich muss mir das erst noch überlegen. Wie gesagt, ich habe momentan noch so ein paar Projekte am Laufen. Ihr könnt ja mal in meinem Kanal unter momentane Projekte schauen. Da steht, was ich theoretisch gerade so alles mache. Ich weiß, Happy Wheels kommt einmal im Monat und COD immer mal zwischendurch, aber ich habe noch genug zu tun und da kann ich einfach nicht nochmal drei Teile reinschieben. Hat reinschieben gesagt. Ach, fuck. Ja, auf jeden Fall muss ich mir das mal überlegen, wie wir das dann machen. Aber ich freue mich schon richtig drauf und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Natürlich bin ich bloß der Abo-Geile, der sich bloß für die neuen Abonnenten, die dann irgendwie mal Black Ops 2 Videos sehen wollen, habe ich mir natürlich Black Ops 2 geholt, weil ich bin ja so eine Abo-Geile Fame-Hure da. Ist klar. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir das Thema mit den Abo-Leichen schon hatten. Weiß ich gerade gar nicht. Kann ich ja nochmal ansprechen, dass ich bei mir lauter Abo-Leichen rumfliegen habe, heißt... Ich stand bei mir gerade hinlegen, blockiert. Ich habe überhaupt nicht hinlegen wollen und dann hat's gehangen und dann wurde ich abgeschossen. Geil. Ja, auf jeden Fall, ich habe bei mir eine Menge Abo-Leichen rumfliegen. Das heißt, Leute, die mich abonniert haben, aber gar nichts mit mir zu tun haben, wollen, keine Ahnung. Auf jeden Fall irgendwelche Leute, die meinen, hey, guck mal, ich gebe dir Abo, jetzt kannst du dich freuen, aber das hilft mir doch gar nichts. Da habe ich doch gar nichts von. Und ja, sowas brauche ich nicht. Ich brauche nicht solche Abo-Leichen bei mir rumliegen. Das macht mich nur noch mehr traurig, weil ich dann sehe, ich habe voll viele Abonnenten, aber keiner schaut meine Videos. Das macht mich dann seelisch kaputt. Nein! Bitte Mongo, ey. Das ist so ein Camper, ey. Dieser scheiß Zerbfleck, oder wie der heißt. In seiner hässlichen fucking M16. Ich weiß, ich finde schon... Boah, ey, Leute. Tut mir das doch nicht an. Warum macht ihr sowas? Das ist doch langweilig. Ich hab's mal probiert, ich hab mal eine Runde probiert zu campen. Das ist langweilig. Ich meine, klar, ich hatte eine geile Quote, aber nein, ganz im Ernst. Es ist einfach nur öde. Und es macht einfach überhaupt keinen Spaß und... Ja. Weiß nicht, ob ich die Geschichte schon erzählt habe, da habe ich MW3 mal gezockt. Mit meinem Kumpel war er, da war der da. Der hat sich jetzt auch eine PS3 gekauft mit MW3. Und das zocken wir jetzt immer und wir haben da... Da war er bei mir, da haben wir zusammen gespielt. Online und... Boah, wir haben uns da mal wirklich angeguckt, die ganzen Leute, die da gecampt haben. Also wir haben da Map Fallen gespielt, irgendwie Herrschaft. Und die hockten ja in jeder Ecke, also überall hockten die rum und du bist gespawnt und sofort gestorben. Das war richtig scheiße. Und ich habe dann wirklich mal nachgeschaut, wer mich getötet hat. Und habe da mal so geschaut, auch auf sein Profil und alles... Das waren alles entweder von der Stimme her auf ihrem Headset, weil ich habe ja nochmal das alles stumm, die habe ich da mal angeschaltet, so kleine Kinder, die dann so so richtig rumgeschrien haben, keine Ahnung, weiß nicht, so mit ihrem zweijährigen Bruder da irgendwie dem sagen wollen, hey, guck mal, ich bin voll cool, ich kann Leute töten und was weiß ich. Also so richtig kleine Kinder, die in der Shooter-Szene richtig verachtet werden. Oder solche... Ach, Schande. Naja, oder solche Level 1er oder Level 5er war das höchste, was wir da gefunden haben an den Campern.
Oder eben solche scheiß kleinen Wichsstimmen, die da rumgrollen. Und ich spiele gerade wie so ein Bekloppter, ich weiß, aber... Naja, das musste ich jetzt einfach mal loswerden. Das ist sowas... Kann ich einfach nicht gutheißen. Das kann ich einfach nicht gutheißen. Ich glaube, das kann keiner auf der Welt gutheißen. Und ich muss jetzt mich dringend mal konzentrieren, weil ich zerstöre hier voll mein Image und so als Best Gamer ever und so. Da ist... Ja, danke. Fahr mit deinem hässlichen kleinen Wix Matchbox Auto da voll meine... Keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Wo der mir reingefahren sein soll, auf jeden Fall umgemacht. Ja, ich bin schon wieder... Ja, ich bin am Sonntag gemacht. Ach, hi Martin, what's up? Ja. Ah, okay, ja, okay, dann komme ich gleich. Gehen wir noch so 2 Minuten. Brrr. Ja, okay, in 2 Minuten, dann wird die Runde, glaube ich, auch noch zu Ende sein. Ich bin genervt von diesem Spiel schon wieder. Yeah. Wisst ihr, wenn ich so normal zocke, dann passiert sowas selten, aber in den Aufnahmen, das sind dann, da erwische ich immer so Scheiß-Server oder bin ich kacke oder... Feindliche Kobra nähert sich. Was weiß ich, auf jeden Fall so, dass ich mich nicht freue. So, freie Bahn. Nein! Ja, da hat uns der Sandmann erwischt. So, das war's dann auch. Hi, XXX Skill. Der da in der Ecke steht mit seinem richtig geilen Skill. Man hat der Skill. Ja, hat gewonnen. Da sieht man mal. Ja, die Camper und so. Na, auf jeden Fall Spiel verlassen. Ich werde jetzt erstmal eine Runde speisen gehen. Schwappe Eisen. Und... Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, haut rein und bis dann, euer Isthanos. Warum sage ich das eigentlich? Ja, ihr wisst ja eh, wie ich heiße. Naja, bis dann, haut rein und ja, tschö.